Hi Leute, Bad Art Productions hier. Ja, ich mache heute mein erstes Tutorial und zwar über die Rendereinstellungen von Adobe After Effects in CS4. Und da fangen wir jetzt gleich an. Also, ich habe hier CS4 schon mal aufgemacht und zwei Clips importiert und dann fangen wir jetzt mit dem ersten an. Und zwar ist es ein kurzer Clip in DV-Qualität, also oder Auflösung, also das heißt ganz normale Standardauflösung. Wir beginnen damit, hier auf den Klick, auf den Clip zu klicken. Dann sehen wir hier oben schon mal die ersten Eigenschaften, die wir uns am besten auch gleich merken. Und zwar haben wir hier einmal die Auflösung, die ganz standardsgemäß der PAL-Auflösung entspricht, also 720 mal 576 Pixel. Dahinter in Klammern haben wir das Seitenverhältnis von den Pixeln, weil es bei manchen Filmformaten bzw. Auflösungen eigentlich verschiedene Seitenverhältnisse gibt und nicht eben nur quadratisch, so wie wir es von Photoshop oder so also ähnlichem kennen. Also in dem Fall eben auch standardgemäß 1 zu 1,09. Und dahinter sehen wir auch noch, dass es sich um Halbbildmaterial handelt, also dass es jedes Bild immer aus Halbbildern besteht und außerdem noch, dass es mit dem unteren Halbbild beginnt. So, und auch noch wichtig ist, dass der Clip in 25 Bildern aus 25 Bildern pro Sekunde besteht. So, also dann fangen wir eben mit dem an. Wir nehmen den jetzt und ziehen den hier runter auf das Icon und machen somit eine neue Komposition auf. So, wir haben jetzt den Clip da. Theoretisch würden wir da eben jetzt Farbkorrektur machen oder irgendwelche Effekte reinbringen, irgendwelche Spezialeffekte. Aber wir gehen jetzt direkt zu den Rendereinstellungen weiter. Also dafür müssen wir das Register hier anklicken, weil wenn wir das nicht angeklickt haben, können wir hier oben gar nichts auswählen. Das heißt, wir klicken es an, so ist es ausgewählt und gehen auf Komposition und an die Renderliste anfügen. So. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten, wo wir Sachen verändern könnten. Einmal in den Rendereinstellungen selber. Die öffnen wir jetzt mal mit Klick. Da sehen wir jetzt die nur Kompositionseinstellungen und Zeitsampling-Einstellungen. Da das Letztere ignorieren wir erstmal. Dann sehen wir hier Komposition, Qualität beste. Also das lassen wir, weil wir haben hier jetzt gar nichts in 3D gebaut oder so, sondern um was wir previewen wollen, sondern wir wollen wirklich das ganz rausrennen. Also gehen wir auf beste. Und dann zur Auflösung auch eben voll. Da könnte man theoretisch jetzt halb Drittel oder ein Viertel von der Auflösung auswählen. Das würde dann in Klammern stehen, was da am Ende rauskommt, um irgendwelche Sachen zu testen oder so. Und dann sind wir hier schon richtig eingestellt, liegt die Framerate bei 25 Bildern pro Sekunde. Also hat es auch gleich richtig übernommen. So, dann zum Ausgabemodul. Machen wir auf, geht ein Fenster auf, okay. Ganz wichtig, was man gleich am Anfang immer machen sollte, die Audioausgabe aktivieren, das vergisst man ganz gerne mal. Und dann schauen wir hier bei Format, da steht Video für Windows, das ist schon mal ganz schlecht. Das ist AVI, der AVI-Codec und der ist eigentlich ziemlich schlecht, weil das werden Riesendateien und die Qualität ist nicht besser als bei den anderen. Ich benutze normalerweise QuickTime oder den H264 Codec. Wir fangen jetzt mal mit dem QuickTime Codec an, also den öffne ich. So, dann muss ich unter der Videoausgabe noch die Formatoption einstellen. Also wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hier aufmacht, dann habt ihr das normalerweise auf Animation gestellt. Das ist eigentlich die höchste Qualität da. Die wollen wir auch gar nicht, da werden auch wieder Riesendateien gerendert. Deswegen gehen wir am besten auf Foto JPEG. So, dann bei der Bewegung müssten wir ja eigentlich 25 einstellen, aber das lassen wir, weil das ja schon hier durch die Rendereinstellungen geregelt ist. Und da würde jetzt beim bloß meckern, wenn wir das jetzt auf 25 stellen. Also das lassen wir jetzt so. Und jetzt noch zum Kompressor. Also Bildtiefe, klar Farbe, wir wollen ja keine Graustufen. Und zur Qualität, also zwischen Mittel und Hoch ist alles in Ordnung. Drüber wird es einfach bloß größer. Und man merkt eigentlich jetzt bei normalen so Auflösungen und Farbtiefen eigentlich gar keinen Unterschied. Also wenn es wirklich besondere Sachen sind, wo man wirklich allertiefste Farbtiefe braucht, kann man bis 90 hochgehen. Aber ich bin normalerweise zwischen Mittel und Hoch. Und wir lassen es einfach mal bei Mittel, weil das ist auf jeden Fall ausreichend für ein YouTube-Video oder sonst irgendwas. So. Dann, genau, passt alles. Okay. So, und dann können wir hier noch unter Speichern, unter Entscheidern,
unter Speichern und dann unter entscheiden, wo wir das speichern wollen. Das passt hier und hier sehen wir auch QuickTime-Format, alles klar. Also die zweite Möglichkeit wäre, da gehen wir wieder zurück hier zu unserem Clip, er ist ausgewählt. Dann gehen wir wieder auf Komposition und an die Renderliste anfügen. Da kann man auch als Shortcut Steuerung Umschalt kleiner benutzen. Genau. So, dann wieder die Rendereinstellungen lassen wir. Das sind die gleichen wie vorher. Da brauchen wir nichts verändern. Und wir wollen ja auch die optimalen Einstellungen. Dann zum Ausgabenmodul. Ups. Klicken wir drauf. Dann geht das Fenster wieder auf. Als erstes klicken wir wieder auf die Audioausgabe. Und jetzt statt QuickTime nehmen wir jetzt den H264 Codec, der ist meiner Meinung nach auch der beste, den ich jetzt eigentlich nur noch benutze. Dann gehen wir wieder in die Formatoption, da schaut schon ein bisschen anders aus. Da müssen wir jetzt erstmal eine Vorgabe einstellen und wir wissen ja, PAL TV-Qualität klicken wir an. So, dann haben wir hier schon mal alles voreingestellt. Dann kommen wir zu den Videoeinstellungen. PAL hier stimmt. Framerate bei 25 Bildern pro Sekunde stimmt auch. Feldreihenfolge gehen wir auf Unteres, weil wir ja Interlaced Footage haben. Also wir haben Halbbilder. Wenn wir ein Ganzbild Ding haben wollen, also einen Progressive Clip haben wollen, also ganze Bilder, wie man es am Computer hat oder so, da mussten wir auf Progressive gehen. Aber in dem Fall wollen wir jetzt zum Beispiel das fertig für eine DVD machen, da sollten wir dann natürlich auf Unteres gehen und dann schauen wir weiter. Also Pixel-Seitenverhältnis lassen wir, das steht hier richtig auf Standard 4 zu 3, ist ein 4 zu 3 Clip und wir haben eben diese rechteckigen Pixel und nicht diese Quadratpixel. So, die Profil und Level lassen wir weg. Und jetzt zu der Bitrate-Einstellung, also CBR lieber nicht, lieber immer dieses VBR nehmen, da gibt es einen Pass und bei einem anderen Tutorial werde ich auch mal auf VBR2-Pass eingehen, das ist dann aber nur in Premiere. Wir nehmen hier VBR1-Pass und dann zu den Bitrate-Einstellungen, also als Ziel-Bitrate ist 6 auf jeden Fall mehr als genug und die maximale Bitrate auch nicht höher als 8, das passt auch alles, das können wir so lassen. So, dann klicken wir auf OK und alles ist fertig zum Rendern. So, als zweiten Clip habe ich hier so einen HD-Clip, der ein bisschen unterschiedlich ist zu dem anderen Clip. Den schauen wir uns jetzt hier an und zwar hat der eine 720p-Auflösung, also so eine Art HD-Ready-Auflösung. Und dann sehen wir hier schon in Klammern sind das quadratische Pixel. Das kommt eben auch daher, dass wir mit einer Spiegelreflex gedreht haben in dem Fall und da ist es ein bisschen anders und wir haben auch 24 Bilder pro Sekunde statt den 25. So, dann nehmen wir jetzt den Clip und ziehen ihn hier wieder auf den neuen Kompositions-Icon und haben hier eine neue Komposition. So, wir haben jetzt unsere Effekte dann gemacht und dann gehen wir auf wieder auf Komposition und an Renderliste anfügen. Denn die optimalen Einstellungen bleiben gleich, nur dass wir hier halt eben diese andere Größe haben und hier auch schon richtig auf 24 Bilder pro Sekunde eingestellt ist. Das stimmt alles. Dann zum Ausgabemodul. Haben wir wieder das gleiche, wieder die Audioausgabe als erstes an und dann fangen wir hier wieder mit dem QuickTime-Modus an. So, dann gehen wir auf die Formatoptionen, die sind schon von vorher noch gespeichert. Die Bilder pro Sekunde stimmen auch jetzt. Wieder Foto-JPEG und Kompressor mittel und hoch. Passt. So, jetzt noch ein letztes Mal nehmen wir den Clip wieder, Komposition an die Renderliste anfügen. So, hier lassen wir wieder alles gleich, aber jetzt wieder Audio an, nehmen wir ebenfalls den H264 Codec, gehen dann auf Formatoption und dann haben wir jetzt ein Problem. Weil in den Vorgaben gibt es nur kleinere Formate, also Standard oder noch kleiner. Und man kann auch die Größe auch nicht selber verändern. Das heißt, wir können hier diesen normalen H264 Codec, wie er von After Effects vorgegeben ist, nicht verwenden. Also drücken wir auf Abbrechen und ändern hier auf den H264 Blu-ray Codec. Da gehen wir wieder in die Formatoption und hier haben wir jetzt in den Vorgaben das, was wir brauchen, zwar diese HDTV 420p in 24 Bildern pro Sekunde. Hätten wir mit noch höherer Auflösung gedreht, also Full HD, könnten wir jetzt hier zum Beispiel die HDTV 1080p 24 Bilder pro Sekunde auswählen. Oder eben mit also normalen HD-Camcordern. Camcordern gibt es dann Interlaced Footage, also wieder Halbbilder und da zum Beispiel 1080i. So. Und wenn ihr irgendwie nicht wisst, was der Unterschied zwischen diesen 1080i und 1080p und diesen ganzen Formaten ist, dann schreibt einfach in die Kommentare und
Wenn es da eben noch ein paar Fragen gibt, kann ich da gerne auch noch ein Tutorial dazu machen, wo ich das alles erkläre. So, also wir wählen uns hier jetzt die 720p mit 24 Bildern pro Sekunde aus. Da lassen wir die Fernsehnorm, weil die nur bei niedrigeren Auflösungen, also eben bei der normalen Fernsehauflösung, von Entscheidung ist. Also das lassen wir hier alles. Dann die Bilderabstimmung stimmt, die Framerate auch. Dann Pixel-Seitenverhältnis passt. Profil-Level lassen wir wieder aus. So, und jetzt zur Bitrate-Einstellung. Der VBE1 passt lassen wir wie jedes Mal. Und jetzt zu der Ziel-Bitrate. Also da sind für 720p, also nicht ganz Full HD, also schon ein Stück kleiner, reichen auf jeden Fall 10 Megabit pro Sekunde und maximal 12. So, klicken wir jetzt auf OK und das passt. Für Full HD kann man da ruhig noch ein bisschen hochgehen auf 12, 13 Megabit pro Sekunde und 15, also immer einfach 2 drüber. Aber in dem Fall haben wir ja normales 720p, was ja auch für YouTube oder so ausreichend ist. So, Audio ist gerade passt. Okay. So, der einzige Nachteil bei dem ist jetzt, dass wir gar kein MP4 rausbekommen, sondern M4V. Das ist eigentlich Geschmackssache, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Generell würde ich sowieso allen empfehlen, den VLC-Player zu benutzen, weil der ist erstmal kostenlos und zweitens ist der wirklich stabil. Der braucht wenig Arbeitsspeicher und der kann wirklich fast jedes Format lesen, also da gibt es nie Probleme. iTunes würde ich zum Beispiel vermeiden zum Videos anschauen und QuickTime auch, außer man hat einen Mac, dann ist natürlich das QuickTime gut und auch das Format. Also wenn man hier einen wenn man einen Mac hat, dann kann man auch, soll man auch gerne, sollte man auch gerne die Movie-Dateien rausrendern. Was man halt wissen sollte, ist, dass dieses MOV-Format einfach doch noch ein bisschen größer ist als dieses MP4 bzw. M4V, also dieser A264-Container. Ja, also das wär's von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und wenn ihr mehr sehen wollt und immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann drückt auf Abonnieren, also abonniert mich. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche bestimmten Tutorials zu After Effects haben wollt, weil ihr irgendwas nicht versteht oder dass ich irgendwas erklären soll, wie eben vorher auch schon gesagt, diese Filmformate, wenn ich da mal ein Video machen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich antworte auch sehr gerne und ich mache dann bestimmt auch ein Tutorial zu euren Fragen.